Bitte. Na gut, die Tür ist geöffnet, wir müssen jetzt hier irgendwie durch. Komme ich jetzt hier durch? Da setze ich mal einfach meine Duplonen hier hin. Müsste ja eigentlich funktionieren. Ah. Okay. Das setzt also diese Wände nach unten. Und noch ein Stück. Okay. Aha. Ja. Das kann ich mir so ungefähr vorstellen. Vor allem geht es hier einfach tief ins Nichts runter. Ist das eigentlich eine Wand oder? Ja, es ist zum Glück eine Wand. Oh, Alter, zum Glück. Na gut. Ja, wie machen wir das jetzt? Ach, das Vieh gibt es auch noch. Ja, Problem gelöst. Einer ist hier und wird jetzt demnächst hier Portale hinsetzen. Jetzt wird es ein bisschen logistisch interessant. So, na dann. Moment. Erstmal so einen Lernläufer ranziehen. So, jetzt können wir da erstmal dahin gucken. Gestalt wechseln. Und das geht jetzt so. Okay, jetzt müsste jetzt eigentlich... Aha. So, nochmal Gestalt wechseln, bitte. Moment, das ist jetzt das Falsche. Wir brauchen das andere. Ja, das hat funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Okay, das Ganze sackt jetzt, das müssen wir jetzt nochmal machen. Weil ich dummerweise kein Speedportal genommen habe. Das ist jetzt traurig. Aber na gut, kann man halt nichts gegen machen. So, shit, Moment mal. Fuck, mit welcher Taste ging die Kacke nochmal aus? Was ist jetzt los? So. Dreck, Mann! Ich hab schon wieder die Taste vergessen. Das gibt's doch nicht. Oh. Nee. Shift, Alt, Strück? Nee. Wie wär's mit E, R, Q, Y hat man auch schon. X, das war's nicht. Wie habe ich gleich nochmal dieses Schild? Oh. So, geht's doch wunderbar. Jetzt haben wir erstmal wieder auf das andere dieses Ding gesetzt. Und ja, jetzt können wir erstmal wieder beschleunigen. So, jetzt dürfte es eigentlich funktionieren. Gehen wir mal wieder zu unserer... Ah, ne, Moment. Das war es nicht. Mit welcher Taste können wir gleich nochmal die Dinger deaktivieren? Ey, shit. So. Jetzt wird's spannend hier. Wo kommen wir jetzt so raus? Und was macht das? Ah, sehr schön. So, wie kriege ich jetzt dieses Ding hier aus? Es war kein Strök, es war kein... Doch, es war Shift. Wieso hat denn das jetzt aber nicht funktioniert beim ersten Mal? Das war ganz komisch. Na gut. Verwirrend, verwirrend. Ich drücke die ganze Zeit Shift, aber nichts funktioniert. Man muss anscheinend direkt hingucken. Was jetzt trotzdem noch nicht funktioniert. Aber ist jetzt auch wurscht. Zur Not werden wir dann einfach separat noch was setzen. Jetzt müssen wir erstmal auf die andere Seite, oder? Ja. Ich kann auch hier durchgehen, aber... Oh, shit. Oh, falsch. Und... Bam! Nochmal, was so schön war.
das ist echt genau das Timing, das man braucht, um die instant wegzudreschen. Sehr schön. So, verliert. Ach nee, ein Schlüssel war's. Verliesquartal hatte ich am Anfang gedacht, aber da habe ich die Türen nicht gesehen. So, kommen wir denn hier mal hin? So, Explosion bitte. Das sah echt krass aus. Bisschen nach hinten gedreht. Moment. Nee, Gott, hier ist nichts. Oder? Ei, hier kann man doch hochgehen. Verblüffend. Man kann hier wirklich lang. Oh, das wird interessant. Das wird wirklich sehr interessant. Jetzt will ich aber mal schauen. Gut. Hier kommt man nicht hin. Hier fehlt uns noch etwas ziemlich krasses. Und wieso kann man sich hier nach oben ziehen? Na gut. Schauen wir nochmal. Wo es uns denn hier hin versteckt. Okay. Das müssen wir also später machen. Ah, der hat sogar wirklich automatisch anvisiert. Ohne große Probleme. Sehr fein. Und nochmal weiter. Das ist jetzt ein normaler Durchgang. Da kann man jetzt einfach so rüber. Okay, gut, das ist noch dunkel. Wie komme ich jetzt bitte da hoch? Ich kann von der anderen Seite aus. Hier drüber. Ja, ich muss jetzt mal da rein. Gut, da muss ich jetzt erstmal da rein. Der Rest wird dann separat wahrscheinlich noch gemacht. Komm schon, was so schön war. Und wer will noch was? Niemand. Gut, alle tot. Oh, die lassen deswegen noch ganz schön angenehmes Mengen an Gold fallen. So, Sesam, sag ich. Ah, so, jetzt muss ich erstmal kurz was trinken hier. Ja. Ist in letzter Zeit so derbe warm. Ah, ist echt unmöglich, diese Wärme. Eine Eze. Eine Eze. So, jetzt brauche ich aber hier mal ein bisschen meinen Lernläufer. Gut, hätten wir das Problem geklärt. So, wir haben das. Jetzt muss ich nur noch das Ding irgendwo anders unten aktivieren wieder. Wo bin ich? Da bin ich lang. Ja, man kommt relativ fix hin. Einfach runterschauen. Zack. Komm schon. Heppala. Und das nehmen wir auch noch. Jetzt wird die Verderbnis hier verbannen. Wunderbar. Und auf einmal fließt das Wasser wieder akkurat. Oh, warte, das wollte ich gar nicht. So. Ich glaube, ich bin... Nee, doch, ich bin fast richtig. Aber wirklich nur fast. Wenn man hier oben lang geht, dann hier runter. Ja, dann komme ich theoretisch auch hier an den richtigen Punkt. Dann schauen wir einfach mal, wo es uns denn hierhin verschlägt. Sieht das aus, dass ich noch irgendwo gegenfalle hier. Ah, okay, das ist nur eine normale Abtrennung. Oi, was bist du denn? Ah, Gnomads Gnome. Eine mysteriöse Gnomenstatue, die von Gnomad zurückgelassen wurde. The fuck is Gnomad? Gnomad Gnome. Na, super. Wieso finde ich denn jetzt zum ersten Mal so ein Vieh? Na, schön, danke. Das bedeutet, ich werde die in Zukunft noch sehr viel öfter sehen. Nehme ich mal stark an. Und das auch wieder in... Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Oh, nee. Oh, jetzt... Das war jetzt blöd. Das war aus Versehen. Das wollte ich jetzt gar nicht. Egal. Versuch Nummer 2, diesmal aber richtig hier. Jetzt geht's aber los. Oh. Schön wäre, wenn das einfach hochlaufen würde. Das wäre echt genial. Oh, ich wollte nicht hier runterfallen. So, jetzt versuchen wir es aber mal. Welche Richtung müssen wir jetzt eigentlich gehen, wenn wir hier oben langlaufen? Einfach nur rechts lang oder links lang? Oder ich bin mir jetzt gerade unsicher. Aber ich würde fast denken, hier ist eine Truhe. Und hier scheint es weiter zu gehen. Ach egal, wir gehen jetzt einfach mal rechts lang. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Zur Not gehen wir dann einfach wieder links. So. Und nirgendwo sind wieder irgendwelche Steine, war ja mal typisch. Oh.
Alles um alles in der Welt. Na ja, gut. Ah. Moment. Man kann ja also links lang laufen. Dann kann man hier auch nach rechts lang laufen. Mich würde aber mal interessieren, wo dann hier dieser Weg weitergeht. Ah, okay. Ziemlich viele tote Engel. Oh, hier ist kein Wasser mehr. Schade. Ah, ich weiß, glaube ich, woran es liegt. Mhm. So, was haben wir denn Feines drin? Und wieder ein Viecher tot. Mist, ich kann ihn nicht durchschießen. Egal. Denn ich kann auch im Springen schießen und treffen. Ahoi. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas. Irgendwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Oh Gott, ja gut. Wieder mal verkackt. Ich dachte, man könnte wenigstens diesmal richtig dran springen. Aber na gut. Versuch Numero Duo. Vielleicht ist da eben noch irgend so ein Artefakt oder so, was man mitnehmen kann. Und genau das will ich auch mitnehmen. Hoppala. Das ist doch mal eine schöne Kombo. Einfach mal hochhauen und dann mit der Pistole vernichten. Wie es auch zu sein hat. Okay, wieso konnte man jetzt einfach so hier lang gehen? Also ist der Weg wirklich irrelevant gewesen. Entweder geht man rechts lang oder links lang. Ich habe das Gefühl, ich habe aber trotzdem was übersehen. Ich weiß nur nicht genau was. Aber da hinten lang zu gehen ist auf alle Fälle... Oh. Ja, ich habe auf alle Fälle was übersehen. Und es ist wirklich sehr traurig, dass ich jetzt noch ein drittes Mal langlaufen muss. Weil von Weitem sieht man hier noch so einen grünen Schimmer. Ja, genau, das ist auch genau hinter dem Wasserfall. Die wollen mich echt verarschen hier. Es ist... Geheime Sachen sind immer hinter irgendwelchen Wasserfällen versteckt. Ah, jetzt hätte ich beinahe dieses Relikt hier vergessen. So, hier ist es, nehme. Wunderbar. Du, 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 du. Und das alles nur wegen meinen Adleraugen, Alter. Ich bin sowas von krass genial, bin ich. Na gut, da hat es wenigstens noch einen Sinn gehabt, wenn man hier normalerweise langläuft. Sonst wäre es ein bisschen komisch gewesen. Voilà. Oder einfach nur gute Deko, je nachdem. So, wohin kommen wir denn jetzt? Das ist doch immer noch derselbe Raum. Eigentlich. Mhm. Oh oh. Hoppala. Und alle. Auf. Und mit der rechts. Zack. Wundervoll. Wieder einer weniger. Ah. Der ist jetzt in weiß verschollen und nicht einfach nur so hell, wie sonst auch. Zack. Und nochmal so schimmer. Ja, der fliegt ganz gut. Wundervolles Verhalten. Oh, wei, wei. Und nochmal. Auch noch mit. Das ist so geil. Manchmal frage ich mich wirklich, wieso man Sensen in diesem Spiel hat. Wenn man so eine Mega-Keule mit sich rumschleppt. Na gut. Fragen über Fragen. Und ich höre schon wieder irgendwelche Steine. Das liegt wahrscheinlich an meiner Paranoia hier. Die gute alte Steinparanoia. So. Hier gibt es auch noch was. Das Geld wollen wir schon nochmal mitnehmen. Ist ja nicht so, dass es uns dran mangelt, aber... Ein bisschen Abwechslung ist der Weg noch gar nicht mal so verkehrt. Ei. Eine Münze wieder. Oh, zum ersten Mal können wir wieder schwimmen. Sehr schön. So, wo kann man denn da hin, wenn wir hier dann schwimmen? Nirgendwo. Schade. Als hätte man eigentlich auch runterspringen können, ohne diese... Dinger zu benutzen. Ist wahrscheinlich bloß zum Klettern ganz gut. Oh. Natürlich wieder in die falsche Richtung. Jetzt. Wo kann man da denn hin? Ich frage mich schon. Oh. Hier war ich doch schon mal. Yep, ich war ja auf alle Fälle schon mal.
Okay, Gegner kaputt. Wer will noch was? Ich habe doch zwei von den Viechern gehört. Na ja, gut. Ja, jetzt kommt wieder einer. Das dauert Ewigkeiten, ehe der endlich mal fertig ist, diese Truhe auszunehmen. Aber nun gut. Zum Glück warten die Gegner immer. Wer oder was bist du, ey? Irgendetwas geht aus diesen Engeln heraus oder in die hinein, je nachdem. Gut, jetzt muss ich aber mal hier ein bisschen Lernläufer hier benutzen. Und leider darf ich den nicht zu stark setzen, sonst habe ich hier echt ein kleines Problem, ne? Aber na gut. Kann man hier auch irgendwie runter wieder? Ne, das lassen wir mal lieber sein. Hoppala, und nochmal. Für die Klappe. Ah, zum Glück hat er abgebremst. Ach du meine Fresse. Gut, also ich kann es mir nur vorstellen, was man hier eventuell machen könnte, weil ich sehe hier nirgendwo... Ah ne, doch, hier kann ich lang. Moment. Ich check gerade nicht, wo ich hier hätte lang gehen können. Na gut, ich muss ja erstmal auf die andere Seite. Na gut, probieren wir jetzt einfach mal nochmal fix den Lernläufer aus. Moment. Oh, fuck, ey. Jetzt geht's nur wegen dieser dämlichen. So, dann machen wir das Ding. Jetzt können wir so richtig krass durchjumpen. So, nochmal richtig. Okay, jetzt dürfte es eigentlich funktionieren. So, aber... Ja, gut. Von hier komme ich nur zurück, aber hin leider nicht. Ah, nee, doch! Oder? Moment. So, Moment. Machen wir lieber... Moment. So, kleines Speedportal. Okay, jetzt dürfte es aber funktionieren. Was ist denn jetzt los? So, hat denn das jetzt gerade nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe? Ich wollte eigentlich direkt an diese Wand ran springen, aber na gut. Okay, das hat dann wohl doch nicht so gewollt. Also, was für einen Sinn hat es, wenn man hier rauskommt? Wahrscheinlich einfach nur das Portal von der anderen Seite, damit man ohne Probleme wieder weiß, wo man lang muss. Okay, gut, dann probieren wir es trotzdem mal jetzt auf die andere Art und Weise. Moment, das Ding kann weg. Und, Alter. Könnt ihr einfach mal die Kamera so wie normal lassen? Das wäre echt sehr schön. Ja gut, geht los. Oh Gott, was? Okay, also man kommt hier auf alle Fälle auf der anderen Seite raus. Und, ja, wie mache ich denn das jetzt? Scheiße. Fällt gerade keine Möglichkeit ein, da weiterzukommen. Na klar, ne? Genau. Und hier drauf kann ich leider nichts setzen, weil es irgendwie zu weit weg ist. Ja, das ist jetzt blöd. Wie krieg ich das jetzt in den Griff, ey? Es gibt eine Möglichkeit, darüber zu kommen. Frage wie? Ich will eigentlich nur von dem Ding hier. Machen wir mal das hier weg und das Ding da auch. So, okay. Das Ding ist jetzt wieder so ein Speed-Teil. Jetzt müsste es aber eigentlich klappen. Ja, jetzt, ne? Wieso hat denn das vorhin nicht funktioniert? Ich hatte es doch eigentlich immer auf Speed gehabt. Jetzt. Oh. Oh, das kann jetzt nicht wahr sein, oder?
Was ist los? Ich werf Blade hier. Jetzt geht's endlich. Na, also. Und ich dachte, es wird nie funktionieren. Gott, haben wir wenigstens wieder eine neue Marke gekriegt? Wie komme ich jetzt da rein? Oh, okay, gut. Problem gelöst. Ja, klar, ne? Ich will doch einfach nur da hin. Alle ab. Oh, oh. Sag mal, das ist doch kein Speedportal, oder habe ich hier was vergessen? Auf die andere Seite komme ich dummerweise jetzt nicht mehr. Schönen Dank. Hier komme ich auch nicht hoch. Hier ist aber noch irgendwo ein... Ja, das ist wahrscheinlich entweder unter mir oder über mir. Na gut, Problem. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite, ohne aus der Sinne wegzuspringen? Das gibt es nicht. Gut, dann probieren wir es einfach mal mit einem Speedportal. Vielleicht funktioniert es dann besser. Man weiß ja nie. So, alle hopp. Ah, na gut. Mit Speedportalen funktioniert es.